Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Dark Project Gold. Beim letzten Mal habe ich hier in der Küche aufgehört und festgestellt, dass es hier offensichtlich keinen Hebel gibt. Das heißt, es muss unten im Keller irgendwo noch eine Küche geben und ich habe, soweit ich weiß, auch in der Küche irgendwas übersehen. Jetzt mache ich mal hier einen auf Gorgos à la Killing Konstantin, damit ich hier schneller vorankomme. Genau, hier geht's runter. So. Irgendwer rennt hier rum. Das finde ich nicht gut. Komm her, Schnuckputz. Und leck die Schlaffe. Einmal ein bisschen umgeschaut. Oh, Verzeihung. So, ich hoffe, hier findet dich erstmal keiner. Und vor allem hoffe ich, dass du der Einzige warst, der hier rumläuft. Ich würde jetzt ganz gerne die Schatzkammer finden. Also Schatzkammer im Sinne von... Oh, da sind Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Lalalala. Ah, die Kisten kenne ich ja schon. Sehr langweilig. Ich weiß leider echt nicht mehr, wo die... Die muss ja hier sein eigentlich, ne? Wartet. Das finden wir raus. Eigentlich dürfte hier keiner mehr rumrennen. Das heißt, ich habe freies Geleit in diese... Kammer. Wahrscheinlich wäre es mit dem Schlüssel, den ich in der Tasche habe, einfacher gewesen, aber wir wollen ja Profis sein, ne? Ja, ich habe sie gefunden. Bling, bling, bling. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Ich liebe es. Und jetzt passt auf, passt auf. Oh Gott, das ist so wunderschön. Alles meins, alles meins, alles meins. Oh, es ist so wundervoll. Ach, ist das schön. So, hier. Das ist die alte Küche. Natürlich. Stand ja auch auf dem Zettel drauf. Hier haben wir also den vierten Hebel. Und der fünfte befindet sich in der Folterkammer, die ich jetzt noch besuchen werde. Und dann habe ich alle fünf zusammen. Was bedeutet, dass ich dann... mich daran machen kann, die fünf Hebel auch zu betätigen. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ganz leise. Weil hier schläft jemand. Das sind meine Moospfeile. Da sind meine Moospfeile. Muss ich ganz leise, ganz vorsichtig den Kerl ausschalten. Oh, ich weiß nicht, ob das reicht. Scheiße. Ah, komm. Haust da rein. Hauptsache, es ist genug Polster. Einmal speichern. Und jetzt... komm schon. Puff. Denn das ist auch wieder ein Magier. Und wenn der böse auf mich wird, dann habe ich ein Problem. So, das nehme ich auch noch mit. Warte mal hier. A flaw in the gear will fade it, bla. Ah, mal hier kurz gucken, ob da was dahinter ist. Denn wenn hier schon die Schatzkammer in der Nähe war, dann, ups, ist hier natürlich auch nichts dahinter. Na klar doch. Das wusste ich. So. Und hier, meine lieben Gefährten, befinden wir uns in einem Raum, in dem sich kein ehrlicher Dieb jemals befinden möchte. Nämlich in der Folterkammer. Boah. Mit Blut. Das finde ich so genial, dass da noch der Abfluss mit dabei ist. Irgendwo war hier auch noch ein Buch, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau. So, da ist der fünfte Hebel. Es
Gehe ich noch einmal ganz kurz hier hinten links. Da war nämlich noch eine Tür. Ich glaube, das sind sogar zwei Türen noch. Dinge, die sich nicht anwählen lassen. Leider. Hier geht es wieder runter in die Grabkammern. Oh, was haben wir denn hier? Ach so. Da oben ist der Talisman. Ich finde diese Melodie übrigens ziemlich cool. Wenn dieses dumpfe, dunkle Klingen kommt, finde ich ziemlich gut. Schade, hier hinten sind dann natürlich die Kammern, in denen die Delinquenten sich einfinden dürfen. So, wenn ich jetzt einen dieser Hebel betätige, ich versuche es jetzt einfach schon mal, weil ich habe im Prinzip nichts mehr, was ich hier groß machen müsste. Wartet ganz kurz. Oh, the Objectives. Find and steal a talisman, return to the city streets. Theoretisch habe ich hier nicht mal einen Mindestwert an Gold, den ich mitgehen lassen muss. Und dann habe ich jetzt 5 Minuten Zeit, soweit ich weiß, um das Ganze hier zu bewältigen. Jetzt muss ich wieder in die Schatzkammer. Ups. Oh, 5 Minuten sind eine Menge Zeit, das reicht mir vollkommen. Und dann schaue ich mal, ob ich tatsächlich in dieser Folge schon an den Talisman rankomme. Das Problem ist nur leider, ups, dass dieses Level danach offiziell noch nicht zu Ende ist. Ich gebe euch jetzt mal sozusagen einen kleinen Spoiler. Und ja, es ist halt schwierig für mich. Der weitere Verlauf dieses Levels ist für mich persönlich sehr, sehr schwierig. Einfach weil ich das Spiel auf Englisch habe. Und die Tatsache, dass es auf Englisch ist, ist ziemlich hinderlich für den restlichen Part dieses Levels. Ups, bin ich falsch. Wo wollte ich hin? Hier wollte ich hin. Wartet. Ich gehe erstmal zu dem Hebel hier oben. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo der nochmal war. Ah, ich bin schon richtig. Sehr gut. So, nehme ich mir den hier noch vor. Jetzt kann ich, glaube ich, theoretisch, hoffe ich zumindest, einfach hier runter hupfen. Und kann hier den Hebel finden. Und der letzte ist jetzt bei Bruder Mason. Was war das? Das hörte sich seltsam an. Bruder Mason. Das war das Geräusch, das wir hören wollten, denn jetzt ist der Talisman frei. Frei zugänglich für uns, das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg, diesen Talisman zu finden, zu holen. Blöd ist nur, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich da hinkomme. War ja klar, ne? Komisch finde ich nur, dass die alle überhaupt nicht registriert haben. Oh, hier ist noch ein Schlüssel. War ich hier noch nicht drin? Nein, tatsächlich. Ich war hier noch nirgendwo drin. Oh, das muss ich jetzt natürlich hier... Muss ich jetzt ausnutzen hier. Hier ist hier noch jede Menge zu holen. Und da ich jetzt auch kein Zeitlimit mehr habe... Und hier hoffentlich auch keiner mehr rumspringt. Das sind, glaube ich, alles die... Gemächer, hier war ich schon. Die Gemächer der Herren. Herrenhammeriten. Ein Healing Potion, sehr schön. Habe ich zwar bis jetzt nicht gebraucht, aber warum nicht? Okay, das brauche ich nicht. Ich gönne mir den Apfel und gehe wieder. Und ein bisschen Vitamine können nicht schaden, ne? Gerade wenn man hier so viel arbeitet. Ich weiß nicht, ob es ein Zeitlimit gibt, bis man jetzt den Talisman einsammeln muss. Also quasi, dass der jetzt freigeschaltet ist und man muss den innerhalb von, weiß ich nicht, einer Viertelstunde eingesammelt haben. Sonst wird das Schloss wieder aktiv oder so. Keine Ahnung. Hallo? Jetzt habe ich jede Menge Schlüssel eingesammelt, die ich im Endeffekt gar nicht mehr... Käse. Gar nicht mehr brauche. Ich finde diese Geräusche, wenn Garrett isst, übrigens ziemlich cool. Okay, eins haben wir noch.
Gibt es hier noch irgendwas Wichtiges? Irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Da ist noch eine Kiste. Warte mal hier, ein Buch. The Stroke of Die und so weiter. Es tut mir leid, dass ich die... Holy, 2600, ist ja Wahnsinn. Das ist eine krasse Menge, das muss ich schon sagen. Jetzt muss ich nur tatsächlich überlegen, wie ich nochmal zu dem Talismann kann. Ich meine, ich muss hoch. Ich glaube, ich muss hoch. Nein, ich muss nicht hoch. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich glaube. Nee, runter muss ich, glaube ich, nicht. Ich glaube vieles. What the hell? Nein! Ich habe danach nicht gespeichert, richtig? Was war das? No! Oh Gott, scheiße! Was war das? Ich verstehe das nicht. Oh Gott, hätte ich doch mal gespeichert, nachdem ich dieses schon mal... Na gut. Also nochmal von vorne. Warum auch nicht? Weil es so schön war. So, jetzt aber ein bisschen flotter, möchte ich meinen. So. Ja, gib mir. Ich glaube, ja, die Schatzkammer habe ich schon geplündert. Und dann gehe ich das Ganze einfach nochmal durch. Fange mit diesem Hebel an. Balim. So, das mache ich jetzt noch einmal und dann speichere ich und dann penne ich den Part. Ach, Mann, das ist ja schlimm. Es tut mir fürchterlich leid. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Wirklich. Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich nur darüber springen, also über diesen Zaun, und dann ist er auf einmal gestorben. Gorgos, falls du das siehst, sag mir bitte, was gerade passiert ist. Du musst das wissen. Du musst das einfach wissen. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, wie ich hier im besten Fall wieder rauskomme. Gut, gehe ich mal hier lang. Huppa. Ah, hier, genau. Yeah. Ich glaube, so komme ich zu dem... Genau, so komme ich zu dem Talisman. Das muss ich mir merken. Ne? Okay. Also, wenn ich hier längs gehe. Die Hebel. Ich glaube, da muss ich jetzt wieder hoch. Irgendwer pfeift hier. Das macht mich nervös. So. Hier längs. Zack. Ja, hallo Facebook. Dankeschön. So. Siehst du, hier kannst du das doch auch. Ich meine, du hast dir zwar wehgetan, aber hallo Facebook. Mein Gott. Okay, das müssten jetzt schon die vier gewesen sein. Das heißt, ich muss jetzt nur noch einmal auf die andere Seite und dann habe ich's. Ey, lass mich hier durch. Ich finde das unheimlich, muss ich sagen. Halt, Mason, Bruder Mason, da. Zack. So, dieses wundervolle Geräusch haben wir schon mal gehört und ich bin sehr froh, dass wir es jetzt nochmal gehört haben. Ich speichere auf jeden Fall. Und beende diesen Part an der Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass da jetzt so ein Zwischenfall war. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich finde es vielleicht noch irgendwie raus. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Talisman befreit, mehr oder weniger. Werden ihn im nächsten Part holen und dann geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.